Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Agrarian Skies Hardcore Quest. Yes, es ist getan. Absolut, endlich. Ihr wollt gar nicht wissen, okay, was ist los gewesen? Und zwar, ich habe mich off-camera hingesetzt und habe Bienen gezüchtet. Und zwar nicht mit diesen kleinen Wizibuzal-Dazel hier. Da ist nach wenigen Versuchen habe ich mir gedacht, wird nix. Da ist viel zu ineffizient. Also habe ich mich hingestellt und habe was gebaut. Etwas, womit man Bienen etwas effizienter in Massen züchten kann. Und zwar das Ding hier. Das Ding hier sind eine Handvoll Industrial Apiaries, in denen verschiedenste Bienensorten drin sitzen und auf ihre Erfüllung hoffen. In jeweiligen sind unterschiedliche Bienen drin und ja, es hat mich wirklich lange Zeit gekostet, das wirklich auszuarbeiten und in eine Form zu züchten, dass sowas hier rauskommt, hier, Imperials. Und ich habe auch gleich die anderen gemacht, nämlich die Industrialized. Die habe ich hier hinten hingesetzt aus sicherer Entfernung. Hier habe ich die Industrials und hier die Imperials. Beides zwei komplett stabile Stämme. Und damit war ich die ganze Zeit beschäftigt. Absolut. Über, was dürfen es sein, 12 Stunden. Habe ich nichts anderes gemacht, als hier auf diesen Dingern herumzurennen. Die ganze Zeit im Kreis zu rennen und nachzuschauen, die sind fertig, wie sieht's aus, hier sind fertig, die sind fertig, okay, und dann die hier sind fertig, gut, die müssen dann mit dem gemischt werden und so weiter, blablub. Und ich habe auch herausgefunden, wie so manche Sachen zu züchten sind. Ich werde jetzt hier einfach mal eine Karte aufzeichnen, was ich mit was versucht habe zu kombinieren und hoffte dabei, etwas Gescheites herauszubekommen. Ich werde euch gleich zeigen, wie oft ich das machen musste. Ihr kennt auch jetzt diese neuen Kisten dann jetzt ja gleich. Das sind nämlich Diamant-Chests. Die sind um ein ganzes Stück größer als die Gold-Chests. Die waren auch nötig in der Menge. Weil ich hier mal die Gold-Chests... Ich zeig euch mal, wie viele Honey-Clumps wir aktuell haben. Yo. Und das sind nur die, die ich noch nicht ins ME-System gestopft habe. Hier jetzt beim ME-System. Honey-Clumps. Ihr seht schon... Allein schon von den Standardmäßigen habe ich einen ganzen Arsch voll. Und noch mehr. Oh, heftig. Und hier zeige ich euch mal die Bienen, die es nicht geschafft haben, im Zuchtprogramm durchzukommen. Das, meine Lieben, ist allesamt komplett genetischer Abfall. Alles. Die hier drin sind, das sind so halbwegs verwendbare, die interessante Genome haben, wie zum Beispiel hier Fast Worker, Showed Lives, das sind also schön zum Züchten. Hier sind dann noch so ein paar andere, die noch relativ interessant waren zu kombinieren. Hier waren sie dann hier mit den anderen, mit interessanten Fähigkeiten und Effekten. Hier ist dasselbe, ich habe das hier ein bisschen entsprechend geordnet. Und holla die Waldfee, hab ich da was züchte. Ich war beschäftigt, Jungs und Mädels da draußen, also, ich wollte ja eigentlich noch hinten für den Wald, für das Walddingenskirchens, dieses Note hier, noch einen schönen Tempel drumherum machen. Darum haben wir jetzt auch Lianen. Ich habe nämlich herausgefunden, wie man die kriegt. Die sind mir per Zufall untergekommen. Und zwar, wenn man einen großen Urwaldbaum, weil ich wollte für den da unten Urwaldwut haben, also Junglewood, und hab dann halt einfach gleich einen großen gemacht, weil ich war zu faul, mehrere gleichzeitig zu pflanzen. Also wollte ich gleich was Gescheites machen. Und dann habe ich festgestellt, an denen wächst diese diese Lianen halt. Das heißt also, daher haben wir die jetzt. Also tut mir leid, dass das Off-Cam war. Ich habe nicht gewusst, dass das so ist. Bin zufällig darüber gestolpert. Na gut. Wir haben die jetzt. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt einen ganzen Arsch voll guter Bienen. Ich habe es auch irgendwie hingekriegt. Ich weiß nicht wie. Aus Zufall hauptsächlich. Hier in jetzt die Industrialized. Na, jetzt muss ich die auch noch irgendwie. Okay. Und zwar in nicht in Industrialized, sondern in Imperials, ein bestimmtes
einen bestimmten Effekt hineinzuzüchten. Der ist aus Zufälligkeit irgendwann mal aufgetaucht und ich habe das irgendwie mit gleichen Kreuzen hingekriegt, dass hier dieser Perk rauskommt. Und zwar, der ist ziemlich geil. Huppala. Den hätte ich ja schon gern behalten. Und zwar, wenn ihr jetzt diese Imperial Bees einsetzt und die jetzt hier aktiv werden, das sollte jetzt gleich passieren, so, kriege ich nämlich einen Buff. Und wenn ich jetzt mal kurz hier zum Blutspenden gehe, da habe ich übrigens jetzt auch mal ein bisschen Blut nachgeworfen, immer wieder mal hingegangen und habe dann mal, wenn ich es dran gedacht habe, mal das Zeug nachgefüllt. So. So. Das heißt also, ich bin jetzt hier ziemlich am Hadern. Hupula. Bin jetzt ziemlich am Hadern mit dem Leben. Das heißt also, wenn ich jetzt aber hier hingehe, sind diese Bienen aktiv und ich krieg hier einen Perk, und zwar Regeneration. Jedes Mal, wenn ich in deren Nähe bin, geben die immer wieder diesen Regenerationsperk. Ultra praktisch. Wie ich das hingekriegt habe, bitte fragt nicht. Ich weiß es nicht direkt. Ich habe im Prinzip eigentlich nur das gemacht, was ich gesagt habe, Gleiche mit Gleichem gekreuzt. Ich habe jetzt hier einfach eine gefunden. Da ist dieser Effekt mit drin. Wenn ich jetzt dafür die schlechteren Werte in Riskanz nehme, dann habe ich aber den Effekt noch drin. Um genau zu sein, wenn ich jetzt hier mal etwas mehr ins Detail gehe. Und zwar, wir haben hier Bienen. Wir haben hier wir haben hier die verschiedenen Eigenschaften, wie zum Beispiel Lifespan, sehr kurz, Speed, sehr schnell, bei denen habe ich jetzt nicht wirklich nachgeschaut, was das ist. Auf jeden Fall diese, hier haben wir ein großes Areal, relativ großes Areal, das sie befliegen, wie viel Nachwuchs sie so im Regel erzeugen und der Effekt. Ich habe gelesen, dass blau rezessives Gen bedeutet und rot dominantes Gen. Das heißt einfach nur, blau und rot, wenn aufeinander trifft, gewinnt immer rot. Und das heißt einfach nur, dass rot sich ja das bevorzugte ist. Und ich habe es hingekriegt, dass das imperiale Gen ist zwar rezessiv, also dass das einzige ist, was ist, ist es halt aktiv und daher vorhanden. Aber sobald ich das mit irgendwas anders mischen würde, wäre das sofort ein instabiles Gen und die Blutreinheit würde sofort verschwinden. Gut. Selbiges mit denen hier unten, aber dafür habe ich den Effekt, dass solange sie sich nur mit sich selbst vermehren, das klingt inzestuöser als es ist. Wobei, es ist eigentlich volle Kanne inzestuös. Okay, solange sie Inzest betreiben, bleibt das alles so beim Alten. Und hier haben wir noch ein paar andere Effekte. Ich habe jetzt hier auch herausgefunden, was die jeweiligen hier sind. Das Klima, was sie natürlich benötigen, ist normal. Die Luftfeuchtigkeit, die sie benötigen, sind normal. Sie haben keine Toleranzen. Absolut gar keine. Das heißt also, sie brauchen genau das und nicht mehr und nicht weniger. Ich habe hier auch ein paar Bienen gefunden, die nocturnal haben, also nachtaktiv sind. Das diurnal, weiß ich jetzt nicht ganz, was ist. Flyer bedeutet, dass sie im Regen fliegen. Und Cave bedeutet, dass sie auch unterirdisch fliegen. Das könnten wir vielleicht später nochmal hinzufügen. Ich habe auf jeden Fall ein paar Bienen gesehen in meiner Zucht, die einen oder den anderen Perk haben. Daher nicht ganz uninteressant für spätere Zuchtfolgen-Geschichten oder sowas. Also zuchten werde ich persönlich nichts. Wir haben hier, also nicht on-cam, wir haben hier dann noch die möglichen, ja, sozusagen Produkte. Ja, wir wissen ja noch nicht, was mit Imperial gezüchtet ist, weil ich habe Imperial immer nur versucht zu erzeugen. Ich habe dann nur versucht, den Stamm stabil zu halten, den sie sich mit sich selber gekreuzt haben. Und hier noch ein paar Zusatzinformationen. Also im Prinzip ist das, was ich so an Bees-Geschichten gemacht habe. Und wir haben jetzt auch ein bisschen was an Royal Jelly bekommen. Und ja, es war wirklich eine langwierige Arbeit. Und das größte Problem ist, was ich dann nachher noch festgestellt habe, ich muss hier unbedingt mal weg von, ist, dass ich mir die Hälfte eigentlich davon hätte sparen können, wenn ich jetzt nur erst einmal, weil ich hätte eigentlich nur einen von beiden bekommen müssen. Und zwar, ich glaube, die Imperial, weil die Royal Jelly erzeugen und die anderen hier, ja, die Pollen. Die erzeugen Pollen. Und ich hätte mir eigentlich das ziemlich genau sparen können. Ich muss mal kurz checken. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Dass der eine Shorter und einen normalen Speed hat, dass der so schlau ist. Ich nehme der, der jetzt aktuell drin ist und benutze den wieder als Fortpflanzung. So. So, lala. Dann habe ich jetzt wieder genetischen Abfall, wie man so schön sagt.
Und zwar, ich hätte mir die Hälfte sparen können, wenn ich es mir einfach gemacht hätte und gesagt hätte, gut, ich mache jetzt ganze genetische Experimente. Wenn ich das wirklich gemacht hätte, weil dann hätte ich das, weil ich habe die Imperials als erstes gehabt und habe damit Royal Jelly relativ früh gehabt und hätte mir jetzt durch den ganzen Bees in Treestock, und zwar dieses Extra Bees, diese ganzen Genetikmaschinen, hätte ich mir das komplett sparen können. Weil man kann nämlich Bienen zerlingen in seine Genome und verschiedene Bienen mit ja verschiedenen Eigenschaften ausarbeiten und so weiter. Somit hätte ich mir einfach nur einmal eine dieser Viecher züchten müssen und hätte sie dann einfach nur geklont. Das wäre dann komplett die komplette Arbeit gewesen, die ich dann gehabt hätte. Auf jeden Fall, das ist, habe ich nicht gemacht, aus dem einfachen Grund, ich habe es on-cam nicht gemacht. Und ich habe mir gedacht, gut, wenn du eh schon gerade am Werkeln bist, dann kannst du es auch gleich weiterschnibbeln. Und ja, dann habe ich halt einfach Sachen ausgerottet und manche Sachen halt am Leben gelassen. Bis ich das dann einfach mal so rausbekommen habe. Also das, oh, das war Aufwand, hä. Achso, jetzt ist erst einmal das geklärt, was ich hier off-cam getan habe. By the way, hier sind ein paar Leaves drin. Das ist später für das Tree und Zeug. Also nicht wundern, dass jetzt plötzlich manche Texturen seltsam aussehen. Ja, das war im Prinzip so das, was ich hier gemacht habe. Stundenlang hier im Kreis gelaufen und Zeug zusammengezuchtet. Und was mir auch noch dabei, also ihr könnt euch mal vorstellen, wie lang das ist, gedauert ist. Ich musste nämlich unten in den Reaktorraum gehen, um was zu verändern. Und zwar, ich musste eine automatische Nachfüll- und Absaugestation einbauen. Zum einfachen Grund, mir sind die Yellums ausgegangen. Ich habe den kompletten Reaktor, den ich vor ein paar Folgen aufgefüllt habe, komplett leer gesaugt. Der war leer. Da war kein Yellum mehr drin. Nicht. Ich bin dann plötzlich da gestanden, war am Schnibbeln und habe mir gedacht, ja, was ist denn los? Licht ist aus, geh mal runter. Kein Yellum! What the fuck? Da musste ich von Hand hier Sand nochmal nachklöppeln, weil ich auch die Batterien leer gesaugt habe. Also, ihr könnt euch vorstellen, wie lange das gedauert hat. Batterien leer gesaugt habe, um dann hier das ganze Zeug ein bisschen Yellum zu produzieren und den Reaktor mal kurz zu kickstartern. Alter! Und dann war jetzt da ist selbst von der Kohle hier, schaut mal her, ich habe da noch nicht einmal mehr Kohle, Liquefied Coal mehr groß drin. Hier, gucken wir mal nach. Cool, das hier, da habe ich noch ein bisschen was drin gehabt, aber das Problem ist, ich war ja nicht erreichbar, weil, ja, kein Strom und so, auch nicht im ME-System. Ah, war ein Riesendesaster. Aber im Grunde genommen ist das alles nur so Kinderkrankheiten gewesen, die ich die ganze Zeit off-cam damit zu kämpfen musste, diese scheiß Bees zu machen. Auf jeden Fall, das war's, was ich jetzt Bees and Tree technisch erst einmal so richtig zu tun hatte, weil wir haben jetzt hier noch eine Quest offen. Bees and Trees. Und zwar, ja, die Genetikschichten, die werden wir jetzt dann da gleich machen, weil das ist das jetzt, was ich euch gerade erzählt habe. Wie gesagt, da ist noch ein Grund gewesen, warum ich das euch nicht vorenthalten wollte. Was wolltest du da jetzt? Wo war denn das jetzt eigentlich mit den Honeycrumbs? Ey, was war das? Steelport Lightning. Bees and Trees. Hier. Nö. Hö. Hö. Wo waren das? Hier. Genau. Hier. Honeycrumbs. Hab ich jetzt mehr als genug. Ja. Ich habe auch zwischendurch rote Bienen bekommen, die rote Farbe erzeugen. Mäh. Cultivate Bees. Honeydrops. Willst du mich verarschen? Ich hab das Zeug zum Abwinken. Hier. Hau mal das Zeug rein. Du kannst einen Stack haben. Stirb dran. Creeper Forest Bees. Alter, ich bin schon so weit weg von den Dingen. Und ich habe auch so viele Bienen, ich kann mir denen in den Arsch schieben, da passiert nichts. Herrschaftszeiten. Hier, Genetik-Küken. Ja, Synthesizer. Okay, erst einmal. Wir werden den Indexer haben wollen. Das heißt, wir brauchen hier die Genetik-Sampler und den Genetik-Imprinter. Ich werde jetzt erst einmal diesen genetischen Abfall los, bis auf die Königin. Die müssen wir behalten. Die werden für genetische Experimente übrig gelassen. Was hat das Ding überhaupt für welche Eigenschaften? Ist es eine reine Forestry? Es hat keinen Effekt? Ist Short Life langsamster Arbeiter? Flaue? Keine Toleranzen? Nichts Besonderes? Was bist du eigentlich gut, hä? Ernsthaft? Genetischer Abfall. Die Kisten sind voll. Scheiße. Ja, wart mal da. Ich hab keinen Platz mehr für dich.
Selbst der Schlachthof ist für dich voll, ne? So. Okay, wir brauchen jetzt erst einmal den Genetic Imprinter. Motivation, Degenator, Genetic Sampler. Genetic Sampler, der war schon doch auf der Liste, ne? Ein teures Teil, du. Ernsthaft. Also, es ist kein Anfangsteil, absolut nicht. Oh, hier. Kannst noch ein bisschen mehr haben. Hier muss da noch eins machen, da muss man noch eine Platte hinzufügen. So, hier doch eins hinein. Was zur Hölle hat gerade gefehlt? Ernsthaft, was hat jetzt gerade gefehlt? Was hat gerade gefehlt? Die Zahnräder. Oh, das ist ja noch in Ordnung. Ah, hier habe ich gerade gedacht, da fehlt jetzt wirklich wieder was komplett Wichtiges hier. Ah ja. Zahnräder. Genau. Da war ja noch was. Noch mehr. Nein, ich habe kein ja, Bronze mehr. Kein Bronze. Ja. Nö, falsches Bronze. Ja, das Bronze war das. Willst du mich verarschen? Ich hab doch auf das Richtige geklickt, du. So, hier jetzt aber. Ingot, hier. Machen wir mal einen ganzen Schub von, da werden wir jetzt ein bisschen mehr brauchen. Im Allgemeinen hier. Also, überhaupt nicht aufwendig. Nein. So. Drei brauchen wir jetzt, weil wir haben noch einen auf Lager. So. Genetic Sampler. Somit schön. Brauchen wir noch den Genetic Printer. Reproducer. Advanced Mutagen. Nee. Das ist, dreht sich gleich hier um das ganze Zeug. Und dieses Zeug ist Liquified DNA. Das ist... Oh. Ich hätte mir Arbeit erspart. Aber gut. Ist leider so der Falle. Und da ist es halt so gekommen. Okay, ein paar mehr davon. Wer weiß, wie viel noch benötigt werden. Und ja, kann ich eigentlich auch ein paar von denen machen. Ja, mach mal. Habe mehr als genug. Und yep. Tralü, trala. Imprinter. Da fehlt jetzt die ganze Mitte. Ja, kann das nicht einmal still bleiben, hey. Zwei von diesen hießen. Soll jetzt auch nicht das Problem sein. Eine Chest hier. Imprinter. Wunderbar. Wir haben das Graphi beieinander. So, Lab Ingredients. Das hier sind jetzt wichtige Sachen. Und wow, allein das Ding hier ist teuer. Also, das Feuerwerkzeug war schon teuer, aber das hier ist auch teuer. Okay, was war nochmal? Moment, ich brauche eine Blank Gain Sample. Blank Gain Sample. Blank. Max Planck. Das ist noch billig. Das geht. Da werde ich ein paar mehr brauchen, ne? Oh, ein Stack. Wird sicher nicht. Werden wir sicher nicht brauchen. Okay. Vor allem ich offcam. Genetic Template. Genetic Template. Da werde ich jetzt erstmal nur einen nehmen, weil ich bin ja nicht wahnsinnig. Oh, mein. Oh, verdammt. Genetic. Genetic. Hier. Dann machen wir hier gleich auch ein paar davon. So ein Stack, werden wir sicherlich brauchen. Dann Empty Serum. Empty Serum. Da. Royal Jelly haben wir auch gleich ein paar Sachen. So. Den ganzen Shell haben wir gebaut. So. Hier. Claim Reward. Ja, die Wahl ist mal wieder over 9000 hier. So, Claim Reward. Allein schon das Ding ist es wirklich wert. Weil dieses Teil hier ist ein Indexer. Braucht Strom. Ja, brauchte ich es. Glaube ich zumindest, war das so? War doch so, oder? Ne? Braucht Strom. Jo, braucht Strom. Bauen wir kurz ab. Nee, verdammt. Das heißt, ich baue dich hier mal kurz ab. Und zwar nicht kurz, sondern du bist jetzt erstmal hier komplett weg. Ihr seht schon, da unten sind die ganze Zeit harte Kabel und da ist auch ein Tesseract darunter. Ihr landet hier drin. Das hier ist nämlich eine bodenlose Kiste. Also es ist mehr als dieses, es ist nicht dieser bodenlose Krugtarif, wie es in Monkey Island bekannt ist, sondern es ist eine bodenlose Kiste. Eine entsprechende Frechheit, dass ich das jetzt noch nicht bekommen habe, also vorher nicht schon bekommen habe, wo Bienen unendlich viel neigestopft werden können. Und wenn ihr euch das hier anschaut, wisst ihr auch warum. So. Aber ich hab's halt, wie gesagt, nicht on-cam gemacht, sondern off-cam. War ein Problem. Zieh mir jetzt noch schnell diese zwei wunderschönen Herzchen rein. Wunderbar.
und habe damit hier Bees and Trees weiter fortgeführt. Junge, das habe ich doch schon für ein Zeug gemacht. Ja. Warum? Warum will ihr das machen? Vor allem, das hier unten ist wahrscheinlich dann hauptsächlich nur Trees-Zeug und hier der Apiary. Ah, aber den kümmere ich mich im nächsten Part. Muss ich ehrlich sein. Muss ich ehrlich sein. Kümmere mich im nächsten Part drum. Muss ich machen. Ah, nee, ich habe hier noch ein Epic Reward Pack. Das machen wir noch in der Folge hier. Und... Magnesium Dust. Willst du mich verarschen? Ich arbeite stundenlang für diesen Reward und dann krieg ich Magnesium Dust. Das ist, wenn ich Limestone in den Ofen schmeiße. Ja. Das ist die Arbeit, bei der ich nicht dabei sein muss und geht daher besonders schnell. Ja. Nicht gut. Nee. Korrektur doesn't approve that. Nee. Nee. Auf jeden Fall egal. Ich werde jetzt hier erst einmal die Part beenden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, dass dieser Part hier mein Frohlocken darüber, dass das Beast and Trees Zeug jetzt endlich mal in eine gewisse Richtung gekommen ist und auch ein bisschen Fortschritt hat. Ihr habt es ja bloß in einem Part hier gesehen. Also, im nächsten Part war es da und im letzten Part war es hier. Also, ihr habt es gesehen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ich hoffe, dass diese Lösung, so wie ich das jetzt hier hingekredenzt habe, so halbwegs euch gefällt. Glaubt mir, ihr wollt die 8 Stunden nicht daneben sitzen. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es wieder was Interessantes zum Gucken gibt, in einem Let's Play Agrarian Skies Hardcore Quest. Mein Name ist Korrektor XV und das war X-Faktor. Für die Gott.